Was bringst du am liebsten mit? Meinen berühmten mediterranen Nudelsalat. Ich mache Penne, Rucola, Kürbiskerne. Seitdem du hier bei ZDF arbeitest, machst du noch ein paar Pinienkerne rein. Nur seitdem kann ich mir die von Seeberger zumindest leisten. Kirschtomaten, getrocknete Tomaten. Ich bin ein trockener Tomatenmuffel. Nee, super geil. Getrocknete Tomaten, nur wenn die wirklich klein geschnitten sind für den Geschmack. Mach ich alles für dich. Basilikum, Olivenöl, Salz, Pfeffer und jetzt kommt der Trick. Schuss Ketchup, dann kriegt so eine Glasur die Nudel, dann bappt das da alles dran, das ist fantastisch. Und den so nach einweichen lassen, so völlig simpel, immer ein Hit. Der Nudelsalat, der besticht dadurch, dass er, ähnlich wie ein gutes Chili con Carne, du musst nicht auf den Löffel gucken, bevor du isst. Das ist alles geil. Und so ist dieser Nudelsalat auch, das ist so ein Fressnudelsalat, der ist einfach toll.